ist nicht auch schön, wenn es mal wärmer wird? Ja, finde ich auch. Aber wenn es gar nicht mehr kalt wird, das wäre auch schade, oder? Das sind auch bestimmt schon 10 Jahre her ungefähr, als wir das letzte Mal so weiße Weihnachten hatten. Ja, locker. Wie wird das in 10 Jahren sein? Auf jeden Fall wird es auch in Deutschland immer wärmer. Man merkt es auf jeden Fall, aber ich glaube, die Bedrohung ist nicht so akut. Also da gibt es andere Länder, die sind definitiv schlimmer dran als wir. Also hier steht, Bangladesch ist eines von den bedrohtesten Ländern der Welt. In Bangladesch steigt der Meeresspiegel doppelt so schnell an wie im Durchschnitt. Ach hier, schau mal, ich habe hier was gefunden von der Uni Köln und der Uni Bonn. Die haben genau zu dem Thema so ein Forschungsprojekt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was genau gerade in Bangladesch los ist und was die negativen Auswirkungen vom Klimawandel sind, dann kommt mal mit uns mit. Professor Jürgen Kuschel weiß genau, wie die Vermessung der Welt funktioniert. Der forscht nämlich im Bereich Geodäsie, das ist die Wissenschaft von der Erdoberflächenvermessung. Herr Professor Kuschel, steigt der Meeresspiegel eigentlich wirklich an und wenn ja, steigt er schneller als früher? Der Meeresspiegel steigt wirklich an. Wir haben Messungen, die auf das 18. Jahrhundert zurückgehen und wir wissen, es war früher vielleicht etwas weniger als 2 mm im Jahr. Heute ist es gemittelt 3 mm im Jahr und vor der Küste von Bangladesch sind es sogar 5 bis 6 mm im Jahr. Okay, das ist echt viel. Und wie genau können Sie sowas rausfinden? Das könnte ich Ihnen jetzt im Detail erklären, aber das Einfachste ist doch, vielleicht wir gehen nach draußen und mein Kollege wird es Ihnen dann direkt zeigen. Und jetzt übergebe ich an Herrn Übing, der viel besser als ich erklären kann, wie die Ausmessung des Meeresspiegels mithilfe von Satelliten genau funktioniert. Also Altimetrie funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Unterhalb des Altimeter-Satelliten befindet sich eine Antenne, welche Radarimpulse zur Meeresoberfläche schickt. Dort werden diese reflektiert und aus der Laufzeit zusammen mit der Lichtgeschwindigkeit lässt sich dann die Entfernung vom Satelliten zur Meeresoberfläche bestimmen. Und zusätzlich kennt man natürlich noch die Position des Satelliten auf Zentimeter genau mithilfe von GPS-Empfängern am Satelliten, so ähnlich wie hier bei den GPS-Empfängern an der Drohne. Also ziemlich viel Mathematik auch. Genau. Sie haben uns ja jetzt erklärt, warum der Meeresspiegel eigentlich ansteigt und wie genau das gemessen wird. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass Sie für dieses Projekt mit der Kölner Uni zusammengearbeitet haben. Wie genau muss ich mir so eine Kooperation vorstellen? Genau, das ist das Team von Professor Braun. Und Professor Braun beschäftigt sich damit, was der Meeresspiegelanstieg für die Gesellschaft bedeutet, für die Küstenbewohner, wie die damit umgehen. Und wir liefern den Kölnern Prognosen. Wir sagen ihnen, wo was passiert. Die Kölner arbeiten dann damit, gehen nach Bangladesch und schauen, welche Handlungsoptionen entwickelt werden können. Jetzt haben wir ganz viele Informationen auf einmal bekommen und wissen, woran genau die Bonner Universität eigentlich gerade forscht. Jetzt gucken wir mal, was der Luca in Köln macht. Professor Braun und sein Team erforschen in Bangladesch, wie die Menschen vor Ort auf Naturkatastrophen reagieren. Und wie die Forschung genau aussieht, das erklärt er uns jetzt selber. Professor Braun, wenn man jetzt so in der Sonne sitzt, finde ich es persönlich schön, dass es bald auch mehr wärmere Tage gibt. Geht es Ihnen da genauso? Ja, ich mag auch warmes Wetter, ich mag auch den Sonnenschein. Wir müssen aber bedenken, dass wir in Mitteleuropa wahrscheinlich nicht die schweren Auswirkungen des Klimawandels haben, sondern dass andere Teile der Welt dort deutlich stärker betroffen sind. Welche Regionen sind denn da, außer Holland vielleicht, besonders stark gefährdet? Ganz ähnliche Regionen, also die großen Deltagebiete der Erde sind sicher alle sehr stark betroffen, sowohl vom Meeresspiegelanstieg als auch mit verbundenen Naturgefahren, die mit dem Meeresspiegelanstieg einhergehen. Vor allem die großen Deltagebiete Asiens interessieren die Wissenschaft sehr, weil dort eben auch sehr große Bevölkerungskonzentrationen betroffen sind in diesen stark besiedelten Deltagebieten. Sehr viel Forschung gibt es über das Mekong-Delta in Südvietnam oder eben auch in Bangladesch, in dem Padmaputra-Ganges-Delta, wo wir auch unsere Forschungen haben. Sie sagten gerade Bangladesch. Was interessiert Sie denn vor Ort besonders? Wir interessieren uns auch in der sozialwissenschaftlichen Perspektive sehr viel stärker für die landseitige Perspektive dieses Wandels. Und da geht es sehr stark um die Veränderung von Landnutzung. Was Sie im Küstenraum von Bangladesch feststellen können, ist eine sehr starke Veränderung vom Reisanbau Richtung Anbau tropischer Garnelen für internationale Märkte, vor allem für Europa und den USA. Und wir interessieren uns dafür, was das eigentlich antreibt. Wie kann ich mir die Forschung denn vor Ort konkret vorstellen? Auch meine Kollegen, die dort vor Ort wirklich die Forschung durchgeführt haben, sind auch im Haus. Vielleicht treffen wir sie und wir können sie mit ihnen direkt sprechen. Frau Dr. Berntsen, Sie sind ja Postdoktorandin im Forschungsprojekt zum Bangladesch-Delta. Wie muss ich mir das dann vor Ort konkret vorstellen? Also wir arbeiten zusammen mit Kollegen an der Universität in Rajshahi. Studenten und Absolventen haben uns geholfen bei der Befragung von Haushalten. Ja, 1200 Haushalte haben wir befragt. Und eine typische Frage war zum Beispiel die Frage nach der Landnutzung oder zunächst nach der Landverfügbarkeit. Also wir haben die Haushalte gefragt, steht Ihnen Land zur Verfügung? Und wenn ja, wie nutzen Sie das jetzt? Wie haben Sie es vor 10 Jahren genutzt und wie haben Sie es vor 15 Jahren genutzt?
Und wenn es da unterschiedliche Nutzungsarten gab, wie kommt es oder welche Gründe stehen hinter diesen Nutzungsänderungen? Mr. Maruf, can you tell me how do people in Bangladesh cope and adapt to that kind of problem? Making floating beds, and on this floating bed they are cultivating some vegetables. And another thing is they are migrating towards nearest city, and they are sending money towards the family members. Dann bedanke ich mich an der Stelle für das Interview. Thank you very much for the interview. Ich kann es kaum glauben, es gibt tatsächlich noch Menschen, die den Klimawandel leugnen. Was wirklich ein Skandal ist, denn die Zahlen, die uns Professor Kusche gezeigt hat, sind nun mal eindeutig. Der Meeresspiegel steigt und das sogar rasant. Okay, wir in Deutschland sind natürlich nicht so akut von dem Problem betroffen. Aber es gibt Länder, die sind wirklich kurz vorm Untergehen. Wie Bangladesch zum Beispiel, davor stellt der Professor Braun mit seinem Team. Und er hat uns davon erzählt, dass den Leuten einfach der Boden unter den Füßen wegschwimmt. Und ich persönlich fand es faszinierend, wie die Menschen vor Ort auf solche Probleme reagieren. Herr Al-Maruf hat uns erzählt, dass die Leute ihre Beete nicht mehr im Boden anbauen, sondern das Ganze auf Flöße verlagern. Was sicherlich eine sehr innovative Idee ist, aber es ändert halt überhaupt nichts an dem Problem. Und wenn ihr das Video auf YouTube gesehen habt und euch das Thema genauso interessiert hat wie uns, dann einfach ein Like geben. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die einfach hier unten in die Kommentare. Wir sind raus. Macht's gut.